Zwei Monate später. Who's there? Father, is that you? Who are you? Aha, ja, okay. Und damit willkommen zurück zu Living Legends, ungebetener Gast im Bonuskapitel. Keine Ahnung, was es jetzt mit dem Biest anscheinend auf sich hat. Also ich vermute mal, dass es das Biest ist. Nun gut. Wir quatschen, glaube ich, erstmal mit denen hier, ne? Leo, something terrible has happened. A beast attacked us and nearly destroyed the town. Beatrix is missing. Ja, die Frau hat echt kein Glück. He's alive. Maybe he knows what happened. There were some smelling salts in my house. Bring them here. Ei. Okay, aber bevor ich das tue, schaue ich mich hier erstmal um. Da fehlen die Augen. Wahrscheinlich öffnet es sich, wenn wir sie gefunden haben. Ah, zwei Eulen. Oder hier einer. Oh, hier habe ich mich doch damals schon so abgequält, bis ich die andere Eule hatte, ne? War das nicht so? Ich glaube schon. Nun gut. Bis jetzt. Was haben wir hier noch? Vermählung. Und eine Kette. Und da können wir gleich ran. Oh nein! Das arme Kätzchen. Ich muss es auffangen. Ja, ich habe leider nur ein kaputtes Netz. So leid es mir tut. So, mal gucken, wo die Eule hier... Nein, das will ich nicht. Wo die Eule hier ist. Für die hier noch irgendwo finden. Nein, das ist nicht die Eule. Ja, okay. Dann gehen wir erstmal hier ran. Ein Ahornblatt, Kaninchen, Glühbirne, Schlange, Drache, eine Qualle, Maske, Delfin, Panda, Vogel, Katze und eine Eule. Ah ja, ich war mir nicht ganz sicher, was das ist. Okay. So, warte mal, was haben wir denn hier? Da haben wir die Eule. Ja, nein, warte. Der kommt hier hin. Was ist das? Ne, warte mal. Da wird die Schlange noch sichtbar. Okay. Und das war's, glaube ich, auch schon, ne? Vermute ich. Okay. Da haben wir die Maske. Das ist auch nochmal so ein Griff. Ah. Delfin und die Qualle müsste da sein. Ah! Das ist ein bisschen sehr empfindlich. Hier ist die Qualle. Und da oben ist der Delfin. Okay, gut. Jetzt brauchen wir noch eine Katze. Der Übergang der Musik, sehr schön. Eine Katze, ein Drache, ein Kaninchen und ein Ahornblatt. Die ist das hier eine Katze? Nein, aber das ist das Kaninchen. Weiß nicht, eine Katze sehe ich hier gerade gar nicht. Ein Ahornblatt sehe ich hier auch nicht. Aber hier haben wir auch noch eine Schublade. Vielleicht finden wir da ja irgendwo den Knauf für. Das wäre ja auch toll, nicht? Das Ahornblatt wird wahrscheinlich auch da drin sein. Ach, der Knauf ist hier unten. Okay. Alles klar, dann machen wir die Schatten dicht. So, und jetzt brauchen wir noch einen Drache. Ich weiß nicht, wie wörtlich ich das nehmen soll. Also, ob jetzt ein Papierdrache gemeint ist. Nein, das ist nicht. Okay. Und die Katze. Ich habe sie ja für die Katze gehalten, ist aber anscheinend nicht. Dann muss hier noch irgendwo etwas anderes Katzenähnliches sein. Das hier ist ein Fifi. Ein Hund. Ist das wirklich keine Katze? Was anderes sehe ich gerade gar nicht.
Wo war denn hier die Katze? Es ist so schwer, seine Katze zu finden. Ja, da will ich gar nicht ran. Da ist nichts mehr drin für uns. Ach du meine Güte. Okay. Eine Türkachel? Eine Türkachel? Weiß ich nicht. Was denn für eine Tür? Türkachel? Ja. Pff. Ah, die ist hier drinne. Alles klar. Gut, Türkachel. Whatever. So, das Kätzchen können wir erstmal nicht auffangen. Hier hinten können wir gar nicht erst rein. Ah ja. Ohne Kurbel kann ich die Kette nicht hochziehen. Gut, Kurbel haben wir noch nicht. Was ist das? Ein Hirsch. Ich glaube, wir gehen gleich erstmal in das Haus rein. Ah ja. Ja, einige Kacheln sind falsch platziert. Ach du meine Güte. Ah ja, okay. Ah, die scheint richtig zu sitzen. Aha. Aha, aha. Warte mal, hier ist noch ein Entchen. Es dürfte aber hier eigentlich nicht hinkommen. Nee. Okay. Sehr schön. Sehr schön, sehr schön. Hier haben wir eine Eule. Da oben ist noch eine Eule und dann brauchen wir noch ein verstecktes Objekt. Okay, gut. Was haben wir denn hier? Stricknadeln. Ich muss die Schrauben entfernen. Ich glaube, dafür habe ich gerade nichts. Hier haben wir Wolle. Einige Figuren fehlen. Oh Gott. Fehlt trotzdem noch was. Das sieht rätselhaft aus. Ein Wolfskopf fehlt. Ein Schutzschild. Whatever, wofür? Clara Bonnet wurde verhaftet und ins Rathaus gebracht. Ja, richtig so. Die Schatulle ist verschlossen. Ich muss das Mondemblem finden. Vielleicht können wir hiermit jetzt aber die Schrauben entfernen. Clara, du weißt, wie der Fluch funktioniert. Das Biest muss sterben, sonst bereust du es. Dann bin ich immer gespannt, um wen es sich hier handelt bei dem Biest. Da ist ja 2 Monate. Ach, hier, guck mal. Ja. Die Waffen fehlen. Ach so. Okay. Ja, wunderbar. Eine Waagschale. Okay. Keine Ahnung. Ah, ich dachte, hier kommt was Rätseliges. Ist gar nicht rätselig. Pinzette, Riechsalz haben wir hier. Das ist sehr gut. Und hier haben wir auch noch einen Mond und die Kurbel. Super. Super, super. So, hier hast du dein Riechsalz. Du hast dein Riechsalz. Nein, willst du kein Riechsalz? Dann klaue ich dir jetzt das. Das ist ein Stock. Muss ich dir das Riechsalz vielleicht geben? Hä? Wollte er nicht Riechsalz haben? Na also. The beast! It was the beast! It's back! It broke out of the town hall. Ah, okay. I don't believe it. Another beast. Clara was being held at the town hall. Oh. Okay. Gut. Finde Clara. Ja, vielleicht ist sie ja sogar das Biest, wer weiß. Hier brauchten wir die Kurbel, ne?
Und hier haben wir einen Eimer. Ja. Vielleicht kann ich hiermit den Baum entfernen, der den Weg versperrt. Ich muss nur die Kette verlängern. Der Baum, der den Weg versperrt? Ach. Okay. Ah, die Kette ist zu kurz. Ich muss die Einzelteile zusammenfügen. Ja. Ist die Frage, wie ich das mache. Ich habe jetzt hier keinen Haken oder so. Und auch keine Idee. Ehrlich gesagt. Oder hier mit der Wolle vielleicht? Ich glaube, das hält nicht so gut. Haben wir denn hier sonst noch irgendetwas anderes? Nein. Haben wir nicht. Aber hier kann ich trotzdem noch... Ja, da muss ich wahrscheinlich dann nachher drehen. Ja, Mäuschen, ich weiß. Guck mal, ich habe ein Netz, aber das Netz, das... Ah! Doch, hast du. Ich schon wieder nicht will. Ah, das Netz muss repariert werden. Ich brauche Wolle, Stricknadel und eine Art Griff. Ja, okay, alles klar. An die Wolle habe ich nicht gedacht. Ja. Viel zu hoch. Ja, das wird sich auch erstmal nicht ändern. Die Katze ist süß. Okay, und los geht's. Ja, achso, das war jetzt nicht so spektakulär. Naja, macht ja nichts. Man muss ja nicht immer alles pompös aufziehen, ne? Okay, hier haben wir eine Leiter. Ja, und hier suchen wir bestimmt auch wieder Eulen. Die Eulen sind manchmal echt gut. Also hier geht's jetzt, aber manchmal sind die echt gut versteckt. Zellenpass. Ein Schranköffner. Wo ist der Knopf, der das Modell aktiviert? Ich glaube, dieser Zellenpass wird das nicht sein. König George Bonnet persönlich sperrte Abigail Green, die Hexe, bis zu ihrem Lebensende im Tempel ein. Ah ja, okay. Das habe ich noch nicht. Ah ja, und was brauche ich hier? Lustig. Wirklich lustig. Gesucht. 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 Okay. Und hier haben wir einen Schlüssel. Einen Spiegel können wir nicht nehmen. Ah, hier kommt die Marke rein. Ich brauche einen Haken. Werkzeugemblem. Ein Schlüssel. Wofür wir den brauchen, wissen wir ja. Ah, Knopf. Weiß ich nicht. Habe ich jetzt gerade nichts. Ich passe das ja hier rein. Und das kommt... Achso, kommt eher darauf. Auch in Ordnung. Einige Embleme fehlen. Nun gut. Dann können wir bestimmt noch mal eben zurück. Denn hier können wir auch noch mal ran. Verschlossen. Achso, dafür ist das Emblem. Und wir haben eine Jägerfigur. Gehört die hier auch mit rein? Ah ja. Okay, sehr schön. Dann können wir wieder suchen. 15 Blumen. Das machen wir doch glatt. So, da haben wir eine Blume. Das sind wahrscheinlich einfach nur irgendwelche Blumen. Da ist noch eine. Okay, hier ist nichts mehr drin, ne? Aber da ist so ein Häuschen drin. Vielleicht kann ich das ja auch gebrauchen. Na, ich glaube, die Schubladen... Nee. Ach komm, das ist doch auch eine Blume. Keine Blume. Okay. Will er nicht. Okay, hier haben wir eine Blume.
Das ist auch noch eine Blume. Jetzt fehlt uns nur noch eine. Ist hier wirklich, ist das wirklich keine Blume oder ist das ein Knopf? Das ist ein Knopf, ne? Das ist sowas. Aber dann ist die Frage, wo die andere Blume ist. Ist ja sowieso mal das Beste, ne? So der... den letzten zu finden. Da sitzt man dann gefühlt immer am längsten dran. Na, nicht immer, aber häufig. Aber ich sehe jetzt auch gerade keine. Ist hier wirklich keine? Wie ich nicht aufgeben will. Es muss doch eine Blume hier sein. Es muss einfach. Ja, okay. Ja. Dann ist nur die Frage, wo ist das Blümelein? Oder haben wir hier am Rand noch irgendwo was, was ich noch gar nicht gesehen habe? Ach. Okay, die war gut versteckt. Turm, da. Siehst du? Ha. Hatte ich recht. Okay. Aber da fehlt immer noch was. Und so langsam stehe ich auch, ehrlich gesagt, ein bisschen auf dem Schlauch, weil ich nicht weiß. Ah, die Waagschale. Ja, okay. Ich brauche mehr Bücher. Du gehörst bestimmt auch hier rein. Sehr schön. Alles klar. Clara brauchen wir. Oh nein, das Biest hat Clara entführt. Ah. Okay. Dann haben wir hier noch eine Eule und da noch eine Eule. Sehr schön. Oh Gott, was ist das? Seltsame Symbole, ich brauche einen Hinweis. Sie haben mich in diese Zelle eingesperrt. Wissen Sie denn nicht, wohin das führt? Ah. Ich sollte den Hinweis kopieren. Aber ich muss mir eben meinen Sound leise machen. Ist hier irgendwo Papier? Nee, ich habe kein Papier. Ah, wir haben einen Haken. Das ist ja auch cool. Und hier haben wir eine Art Marker. Ja, kann ich noch nicht. Oh, hups. Ja. Muss die Kerzen anzünden. Ein Rabenemblem. Kohle. Ich glaube, da kann ich erstmal nichts tun. Ich brauche ein Werkzeug, um das Papier zu bekommen. Gott, Gott, Gott. Ah. Was? Ich kann nicht mehr. Komm, was wolle. Ja. Haben wir hier die Kohle? Das weiß ich leider nicht. Ich glaube, wir haben dafür auch noch nichts. Wie komme ich an den Haken? Aha. Okay. Kann ich das hier nutzen? Das hätte doch so reinmachen können und dann ziehen. Naja, ist gut. Ich habe irgendwas verpasst. Ja, okay. Also das hier gehört auf jeden Fall hier hin, aber irgendetwas scheint mir zu fehlen. So, nun ist auch die Frage, wohin diese Marken gehören. Was haben wir hier denn noch? Hier brauchen wir einen Haken. Ah.
Da! Da, da ist er. Ja, gib mir das doch. Okay, das können wir für die Kerzen nutzen. Aha, okay. Dann müssen wir ihn hier drücken. Dann brauchen wir ihn hier. Warte mal, wo ist die 3? Das ist dieser. 4 ist dieser hier. 5, 6, 7. Ist das nicht schön? So, da können wir... Beatrix-Puppe. Huch! Ach du Heilige. Nee. So schlimm ist es jetzt vielleicht auch nicht. Aber es ist klar, wo die Marken hingehören. Alles klar. Was muss man denn hier machen? Aha. Oh, das könnte ein bisschen dauern. Solche Sachen fange ich ja immer nicht so gerne am Ende eines Parts an, weil... Ja... Das ist immer so doof, wenn man dann so im Rätsel, wenn es dann doch länger dauert, beenden muss. Also die beiden gehören hier schon mal hin und der gehört dahin. Der dreht sich gar nicht. Aber wo gehört der Honig hin? Wenn die Biene da oben hingehört... Ach, der gehört hier hin. Okay. Und Mutti gehört dahin. Warte. Ja, das hat jetzt eigentlich gar nichts gebracht. Nein. Nein, nein. Ich bleib dabei. Wir machen das im nächsten Part. Okay, alles klar. Ich danke fürs Zusehen. Tschüss.